Sandy, bin ich scharf? Du bist sehr scharf. Lass mich mal kurz gucken. Das ist zu weit weg, oder? Ne, ich glaube, wir sind scharf, Sandy. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Schaut mal, ich habe einen Special Guest bei mir. Hallo! Ihr kennt sie mit Sicherheit alle, unsere liebe Sandy vom Kanal Sandylicious. Und ja, wir sind nicht hier zu Hause bei mir und auch nicht bei der Sandy. Nein, wir sind in einem Gasthaus. Und warum sind wir in einem Gasthaus? Weil ich ganz alt geworden bin. Wir feiern heute Abend den Geburtstag von unserer Sandy und haben uns gedacht, dass wir die Zeit noch kurz nutzen und ein Video für euch drehen. Ja. Genau. Ich bin so froh, dass die Heidi da ist und dass ich heute auf ihrem Kanal sein darf. Sehr gerne, mein Schatz. Müssen wir öfters machen. Ja, was haben wir denn heute überhaupt für ein Video? Und zwar wird es Tops und Flops, glaube ich, geben. Ich bin schon total leider auch Flops. Ja, und Neuheiten aus dem DM. Genau, DM Haul wollte ich eigentlich für euch abdrehen. Da vorne steht eine Riesentüte, weil ich echt viel gekauft habe. Aber wir haben uns dazu entschlossen, das jetzt abzudrehen. Ja. Ich habe 3 Produkte, Sandy hat 3 Produkte und auf ihrem Kanal wird es dann auch ein tolles Video geben. Und ich würde sagen, das war ein langes Intro, wir legen los. Ja. Okay, magst du anfangen, weil du bist mein Gast. Okay. Ich habe erstmal ein ganz, ganz neues Produkt von Manhattan. Und zwar ist es die Fresher Skin Foundation. Und die hat so eine ganz mega leichte Konsistenz. Also sie ist nicht so wie ein Mousse, ja, was ich flüssig eigentlich dachte am Anfang, sondern sie ist ziemlich flüssig. Ja. Heidi wird euch da bestimmt auch Nahaufnahmen nochmal einblenden. Ja, ja, mache ich. Und sie hat auch so eine... cremig, ja, total cremig. Und sie hat eine sehr leichte Deckkraft. Sie ist super feuchtigkeitsspendend. Was ich gut. Ja, der Duft ist mega. Mega. Sie ist eben wirklich feuchtigkeitsspendend. Womit ich mich noch so ein bisschen anfreuen muss, ist die Deckkraft, weil ich doch lieber stärker deckende Foundations im Winter trage. Im Sommer eher was Leichtes, ja. Aber ich glaube, im Sommer ist sie richtig, richtig gut. Mhm. Und ja, ich werde die auf jeden Fall nochmal testen. Momentan ist sie eigentlich ein Top, aber... Ja, so ein bisschen fester als eine BB-Cream. Ja, wirklich. Na? Es ist so eine Mischung zwischen BB-Cream und Foundation. Aber die riecht so gut. Ja. Ich glaube, ich habe noch nie so eine gut riechende Foundation. Und für alle, die auch so Blasshäutchen sind wie ich, es gibt 4 Farben und da sind wirklich sehr viele helle Farben dabei. Also ich glaube, 2, 3 sind wirklich richtig hell. Die eine Farbe ist dann etwas dunkler, aber es gibt auch eine sehr, sehr helle Farbe, was für mich zum Beispiel sehr gut ist. Das schaue ich mir auf jeden Fall mal an. Also ich habe schon viel davon jetzt gesehen, gerade auf Instagram. Die ganzen Blogger haben tolle Bilder gemacht, aber beim DM habe ich sie noch nicht gesichtet. Werde ich mir aber definitiv mal anschauen. Sandy, und ich glaube, das ist sogar mein Farbton. Kannst du gleich mal rüberrücken? Nein, kleiner Scherz. Kleiner Scherz. Wir machen bei mir weiter und nachdem die Sandy jetzt so ein tolles Top-Produkt gezeigt hat, zeige ich euch jetzt mein Flop-Produkt. Und zwar bin ich stinksauer. Ich bin so richtig sauer. Und zwar wurde ja NYX total gehypt, dass es jetzt eben in die Drogerie kommt, also zu DM. Und was habe ich gemacht? Habe geschaut, wo es denn NYX bei uns zu kaufen gibt. Ich musste 20 Kilometer fahren, was ich natürlich sehr gern gemacht habe. Okay, ich habe es verbunden. Mein Sohn musste zum Kieferorthopäden. Ich gebe es zu. Und dann bin ich ganz schnell in den DM reingehuscht und habe mich für diesen Lipstick hier entschieden. Und ich habe mir gedacht, boah, die Farbe, das ist genau meins. Das ist so eine Heidi-Farbe, ne? Ja, also es ist absolut meine Farbe. Ich wollte mir jetzt gerade auch noch Heroin drauf machen, aber die Sandy hatte keine Geduld mehr. Nein, Quatsch, ich habe ihn nicht gefunden. Ich habe ihn unten im Auto. Auf jeden Fall eine richtig geile Farbe von MAC. Egal, jedenfalls hat mich die Farbe angesprochen und dann habe ich mir den gekauft. Und die sind ja immer schön verschweißt. Als ich zu Hause war, wollte ich ihn ausprobieren. Und ich mache das Teil auf und ich sage euch, was passiert ist. Wahrscheinlich jetzt der... Ja, das ist passiert. Also ich habe quasi den aufgemacht, wollte ihn auftragen und dann ist mir das Ding entgegengeflogen. Also ich habe jetzt zu Hause natürlich nicht so gemacht, ne, ist klar. ich wollte es euch jetzt nur vorführen. Auf jeden Fall bin ich stinksauer, weil das Teil, ich glaube, die kosten 7 Euro. Ja. Also sind richtig teuer. Also das Packaging kannst du absolut in die Tonne hauen. Für 7 Euro kriegst du einen richtig tollen, zum Beispiel L'Oreal Lippenstift oder keine Ahnung, ne, von Maybelline gibt es ganz tolle Lippenstifte, die eine ganz tolle Verpackung haben. Ich weiß, die Verpackung ist nicht alles, aber ganz ehrlich, wenn ich 7 Euro bezahle, ne, für so ein Ding, kann ich in einen Euro-Shop gehen. Aber wie es aussieht, richtig krass. Richtig blöd. Und oben, das ist nicht rund, Sandy, und das ist auch nicht so schön die Form, dass man das, das auf den Lippen auftragen kann. Das ist so eine ganz kantige Form. Total scheiße. Also sorry, ich habe glaube ich noch nicht scheiße in meinem Video gesagt. Als ich es aufgetragen habe, war es echt schön. Okay. Also er gefällt mir sehr gut, aber was will ich mit dem Ding? Ne? Also klar, ich könnte es jetzt zu DM zurückbringen, aber ich fahre doch jetzt keine 40 Kilometer, falls ich mal wieder dort bin.
In 3 Wochen habe ich wieder Kieferorthopäden-Termin mit Max. Ja, also mein Flop-Produkt, weil einfach vom Preis und vom Packaging es einfach scheiße ist und von der Form und überhaupt. So. Dann mache ich mal weiter mit einem Top-Produkt und zwar einem Top-Lippenstift, um das Ganze wieder auszugleichen, was Heidi gesagt hat. Okay. Und zwar ist er von Trend It Up, diese Ultra Matte-Serie, die Farbe 20. Und den hat mir die liebe Kim von Ruby Loves Candy empfohlen, als wir bei Mayra alle zusammen waren. Da haben wir auch lauter Videos gedreht. Hey, wo war ich da? Hab ich dazugehört, oder? Ja, da haben wir alle zusammen ein Video gedreht. Unser da hat sie den empfohlen? Ja. Ah, okay. Und hat sie den empfohlen. Der riecht ein bisschen komisch. Das stimmt echt. Okay. Der riecht jetzt nicht wirklich gut, aber die Farbe ist richtig, richtig schön. Das ist so eine tolle Alltagsfarbe, aber auch so darf ich ihn swatchen? Natürlich. So ein leichtes, ja, Rosé. Nicht, dass ich dir den auch abbreche. Vielleicht liegt es auch gar nicht an nichts, sondern an Heidi. Nein. Wow, mega. Also es ist eine ganz, ganz schöne Farbe und kostet, ich meine, 2,25 oder ja, so. Ja, die sind gar nicht so teuer. Oh, also, die kaufe ich mir auf jeden Fall. Richtig gut. Und richtig, der ist auch matt, der hat ein schönes Finish. Ja, perfekt für den Herbst, ja, auf jeden Fall. Richtig schön. Und da kauft ihr euch lieber 3 von denen hier, bevor ich einen Fail verkaufe. Aber vielleicht war es auch nur ein Montagsprodukt. Ja, das kann natürlich auch sein. Das kann natürlich auch sein. Das habe natürlich genau ich erwischt. Egal. Bevor ich mir jetzt wieder einen NYX Lipstick kaufe, werde ich den im Laden noch aufreißen, das Plastik, und dann gucken. Ja. Weil so vom Ding her war er ja schon gut, ne? Ich bin hier total eingesaut, Leute. Also, wir machen mal weiter mit einem richtig tollen Top-Produkt. Ich lache mir hier einen ab, ne? Sorry, das ist mir auch gerade der Cut, weil ich total mich verquatsche. Und zwar habe ich einen neuen Tee entdeckt. Der ist von Mesmer. Himbeertörtchen nennt er sich. Ich habe den aufgemacht. Schaut, ich habe auch schon ganz viel getrunken. Guckt. Das ist, ja, nur die Wahrheit. Oh mein Gott. Und der ist so lecker. Ich der kann ist dir auch ein paar da lassen. Ne? Nee. 2 Euro oder so. Oder müssen wir nachher mal eine Tasse Tee machen? Ja, genau. Mit Nacht, wenn wir dann wieder heimkommen von der Feier. Richtig, richtig lecker. Also ich kannte den nicht, der ist auch neu. Und schaut euch den mal an, wenn ihr auf süße Tees steht. Also Alessandro hat er nicht ganz so gut geschmeckt. Ihr wisst ja, der Alessandro trinkt super gerne mit mir Tee. Aber ich fand den mega und ich werde mir den definitiv nachkaufen. Wobei mir das schon viele gesagt haben, auch diese Muffin- und Apfelstrudel, ja, und so weiter, gibt es ja auch solche Sorten. Ja. Und es ist nicht jedermanns Geschmack. Auch Zitronenkuchen, es schmeckt mir so gut, dieser Tee. Und manche sagen, nee, ich möchte keinen Zitronenkuchen trinken. Also ich muss mir hier sogar noch ein bisschen Zucker rein und so. Okay. Ja. Okay. Manche mögen das halt nicht, manche stehen halt mehr auf Minze und so, wie ja, du sagst jetzt ja, bei Zitrone, ne? Die wollen halt keinen Zitronenkuchen trinken. Ja, sozusagen. Richtig. Wie ja, passt dieses Gebäck und Tee? Nee, passt nicht, ja. Passt. Wobei dieser Apfelstrudeltee ist auch lecker. Ja. Und der Zitronenkuchen-Tee. Ja. Den habe ich noch nicht probiert. Auch von Mesmer? Ja. Okay. Muss ich mal testen. Oder? Ist das ein Teekanne vielleicht? Ich weiß es nicht. Ich glaube von Mesmer. Ja, guck da mal. Okay. Ja, ich mache weiter mit einem Flop, ja, halbwegs Flop, das ist so eine Geschichte. Das ist das Sushgel Schokolove von Balea. An sich ein richtig krass genialer Schokoduft. Kenne ich gar aber nicht. Ich mag das als Duschgel überhaupt nicht, weil das ist für mich kein sauber Duft. Als Badezusatz finde ich es voll gut, aber als Duschgel ist ja, es so... Ja, okay. Nee. Hast recht, so für die Badewanne, dann machst du halt einfach in die Badewanne. Ja, ich habe das jetzt auch benutzt für die Badewanne, ja, super seh gut, schon. Viel Schaum gibt es ja, ich gehe auf Badewanne. Ich weiß, Sandy, ich habe dich oft am Telefon. Sandy, was machst du gerade? Oh, ich bin in der Badewanne. Ja. Leg dein Handy auf die Seite, Handy, das, Sandy, das fliegt. Weil da habt ihr auch immer euer Handy mit im Badezimmer. Auf jeden Fall. Ich muss das immer dabei haben. Nur sie hat das in der Badewanne mit dabei, glaubt mir. Wir schimpfen immer mit ihr. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr auch das in der Badewanne mitnimmt. Steht mir bei. Das hat nur sie. Sandy, du bist hier das Opfer. Ja. Also erzähl weiter. Ja, und deswegen, ich mag das als Badezusatz super gerne, wirklich. Ist echt ein tolles Produkt, aber als Duschgel ist es für mich ein da mag ich lieber so ein Weichspülerduft, so ein frischer Wäscheduft ja, als Duschgel, so neutraleres als Schoko. Aber ich glaube, vielen von euch könnte das gefallen, weil es schon sehr süß ist, sehr schokoladig ist und das Packaging also ist einfach wieder mega süß. Ja, und wie teuer ist das? Gar nicht so teuer. Ich glaube 95 Cent oder was? So. Ja, und das ist echt viel für 250 Milliliter. Also ich meine unter einem Ordner. Ja, dann hau dir das in die Badewanne, das ist ja 95 Cent. Was soll der Geiz? Ja. So, ich habe jetzt noch ein neues Produkt und zwar
Von L'Oreal, genau, ich muss jetzt ganz kurz überlegen, weil ich euch eigentlich sagen wollte, dass ich das noch überhaupt nicht beim DM entdeckt hatte. Mir wurde das zugeschickt, ihr wisst, ich bin ja immer super ehrlich mit euch. Hier ist die Verpackung dazu, allein das Packaging, ne, mega, also ich stehe ja voll auf sowas, ne. Aber da hat es L'Oreal auch echt drauf, die haben auch immer so tolle Glastiegelchen, ja. Gerade bei Masken und so, ne, also echt mega. Sehr hochwertig. Sehr, sehr hochwertig. Ja. Ich weiß, es kommt nicht auf die Verpackung an, aber wir Frauen sind halt so, wir haben das dann so schön da stehen und denken uns, oh, das ist toll, ne? Egal, kommen wir zum Produkt an sich. Und zwar verspricht es, dass es die Haut total glättet und dass es einen Anti-Age-Effekt hat, also eine Anti-Age-Pflege so rum. Alles, was Anti-Age ist, kommt zu mir. Und jetzt auch zu mir. Quatsch, die hat keine einzige Falte. Naja, jedenfalls verspricht es einiges, das Produkt. Ich bin das am Testen. Ich habe das jetzt eine Woche in Gebrauch, also eine Woche schon bei mir im Bad stehen. Ich werde euch weiterhin darüber berichten. Ich finde das halt so süß, weil es ist so ein Zwei-Phasen-Produkt. Ich kann dir das ja mal kurz auftragen, dass du es auch siehst. Und zwar, guck, da kommen dann zwei Phasen raus. Ah, wie cool. Eine hellere und eine so, ja, roséfarben. Und wenn das rauskommt, sieht das aus wie ein Herz. Ja. Hast du es gerade gesehen? Das ist mega süß. Süß. Ja, und das ist halt kannst wirklich auch... Das riecht halt... Nein, du brauchst es noch nicht, Sally. Es riecht voll gut. Ja, es riecht richtig gut. Wann trägst du es auf? Nur morgens? Nee, morgens und abends. Okay. Also es kommt immer drauf an, wie ich halt Zeit habe. Früher habe ich eigentlich eine andere Feuchtigkeitsspende, Tagespflege, aber die habe ich jetzt halt immer abends noch aufgetragen. Und ja, je nachdem. Sehr also ich gucke halt einfach, dass ich das ja, schön teste und dann werde ich euch weiterhin drüber berichten. Also auch noch ein weiteres neues Teilchen aus dem DM. Ja, das war es eigentlich soweit. Ja. Ne? Du drei Teile, ich drei Teile, wir haben viel gequatscht. Aber so sind wir halt. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall schon auf die Feier. Ich habe voll Hunger, Sandy. Hoffentlich gibt es was Gescheites zu essen. Ich habe ganz, ganz viel organisiert. Ja, denke ich mir. Ich hoffe für dich, dass sie weiß, dass ich verfressen bin. Ja, ihr könnt uns ja mal schreiben, was ihr von diesen Produkten schon beim DM gesichtet habt, beziehungsweise getestet habt. Vielleicht habt ihr es ja selbst schon gekauft. Würde ich mich total freuen, wenn ihr da in die Kommentare mal schreibt, was ihr, ja, wie gesagt, schon gekauft habt. Mhm. Und auch unbedingt eure Flops. Wenn ihr uns warnen könnt vor irgendwelchen Produkten, dann bitte, unbedingt. Bitte macht das. Unbedingt, hallo? Ja, Tops sind halt immer, ja, ich muss zu DM. Ja. Ne? Ja. Okay, meine Lieben, also ich hoffe, dass euch unser Video gefallen hat. Ich verabschiede mich jetzt. Die Sandy darf auch noch was sagen in meinem Video. Vielen Dank, dass ich Gast auf deinem Video sein durfte. Und ja, auf meinem Kanal habe ich die liebe Heidi zu Gast. Also wenn ihr Lust habt, könnt ihr da gerne mal schauen. Schaltet auf jeden Fall ein, genau. Das Video dazu verlinke ich euch auf jeden Fall unten in der Infobox. Ansonsten abonnieren ist kostenlos, das wisst ihr ja. Dann verpasst ihr auch keine Videos mehr von uns. Da würden wir uns natürlich auch wahnsinnig freuen. Und jetzt verabschieden wir uns und wünschen euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend. Je nachdem, ihr das Video schaut, vielleicht in der Badewanne, so wie die Sandy. Ja. Mit dem iPad. Vergesst nicht die Kommentare. Okay, also macht's gut, meine Lieben. Bis bald. Tschüss. Schön war's mit dir im Bett. Ja. Ja, wie? Ich hab gedacht, wir kuscheln. Gleich. Okay. Ich komm gleich wieder.